Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem Carnivore Montag. Give it to me like. Im heutigen Carnivore Montag geht es mal wieder um Kalorien, weil immer wieder, wenn jemand sich neu bei mir anmeldet, kommen drei verschiedene Fragen. Am Anfang, wie viel Kalorien soll ich zu mir nehmen? In der Mitte, warum nehme ich nur so wenig Kalorien zu mir? Und irgendwann am Schluss kommt, soll ich mehr Kalorien zu mir nehmen, wenn ich Sport mache? Auf diese drei Fragen möchte ich gerne eingehen, damit du die Antwort darauf kennst. Also, beginnen wir mit Frage 1. Wie viel Kalorien sollst du in der Carnivore-Ernährung zu dir nehmen? Ganz ehrlich, kann ich dir nicht sagen. Warum ist das so? Weil wir erstmal schauen müssen, was sind denn Kalorien? Kalorien sind eine Maßeinheit. Und zwar die Maßeinheit für Wärme. Das heißt, das ist ein physikalischer Wert. Das ist die Energie bzw. die Wärme, die gebraucht wird, um Wasser zu erwärmen. Das heißt, ja, man kann Kalorien als Maßeinheit nehmen, aber nur, wenn du Dinge miteinander vergleichst. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich nehme für 500 Kilokalorien Schnitzel und morgen nehme ich für 600 Kilokalorien Schnitzel, dann hast du einen vergleichbaren Wert. Nimmst du aber 500 Gramm Brokkoli und 500 Gramm Schnitzel, kannst du es nicht miteinander vergleichen. Das eine hat Ballaststoffe, ist eine Pflanze, reagiert komplett anders. Das andere hat sehr viel Eiweiß, das heißt, der Thermoeffekt ist höher. Es wird also anders verbrannt, es passiert was anderes im Körper. Das heißt, du kannst die Kalorien nicht miteinander verbinden. Deswegen kann ich euch nicht sagen, wie viele Kalorien ihr braucht. Dazu kommt, an einem Tag, wo du den ganzen Tag Fernsehen guckst, wirst du dementsprechend wenig Kalorien verbrauchen. An einem Tag, wo du trainierst, Schule hast, arbeitest, gehst oder wie auch immer, wirst du mehr verbrauchen. Also kann ich dir nicht sagen, wie viel du brauchst. Aber das ist das Schöne bei der Carnivore-Ernährung und für mich als Trainer leider zu einfach. Ihr entscheidet das selber. Es funktioniert eigentlich ganz einfach. Du isst bei Carnivore Fleisch, so viel du möchtest. Immer. Wenn du Hunger hast, wenn du Lust hast auf Fleisch, isst du. Warum sagt dir das keiner bei einer westlichen Ernährung? Ganz einfach. Es gibt verschiedene Suchtmittel, die wir Menschen kennen. Das ist fettig, das ist Salz und das ist süß. Fettig und salzig mögen wir sehr gerne, aber davon hat der Körper irgendwann genug. Von süß nicht, weil süß für uns ein Zeichen ist, das ist etwas, was du essen kannst, was dich heute nicht tötet und was dir ganz schnell Energie gibt. Darum sind wir so programmiert, sobald wir etwas Süßes haben, haben wir davon nicht genug. Das heißt, davon können wir so viel essen, bis wir umkippen und noch ein bisschen mehr. Der Grund, warum wir alle gerade so fett werden. Überlegt doch mal, ihr trinkt 3 Liter Cola. Seid ihr danach satt? Nein. Ja, ihr habt was getrunken, aber es sind doch Kalorien. So, es liegt an dem Süßen, es liegt am Zucker. Dazu kommt natürlich, das wissen wir alle, dass Zucker das Insulin triggert. Das heißt, das Insulin geht hoch und dadurch, sobald es wieder runterfällt mit der Glucose, bekommen wir Hunger. Das heißt, jedes Mal, wenn ihr Zucker zu euch nehmt, kurz danach fällt der Zuckerwert wieder ab und ihr bekommt wieder Hunger. Bei der Carnivore-Ernährung ist es so, dass wir das Süße nicht haben. Das gibt es in der Ernährung nicht. Darum ist es auch immer angebracht, in der Carnivore-Ernährung zu versuchen, wenn es geht. Ich sage es jetzt von mir aus, weil ich es gerade probiere. Ich weiß, wie schwer es ist, süß komplett loszuwerden. Auch Süßstoffe. Weil wir es dadurch schaffen können, wieder einen natürlichen Geschmack zu erleben. Das heißt, wir essen so viel salzig und fett, wie wir wollen, weil davon wissen wir auch, das gibt uns Energie. Aber da hat unser Körper irgendwann genug. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Darum könnt ihr am Anfang so viel essen, wie ihr wollt. Ihr werdet viel zu viel essen. Garantiert. Ich habe Leute gehabt, die haben 6-mal am Tag gegessen. Ich habe Leute gehabt, die haben 5, 6, 7 Kilo Fleisch am Tag gegessen und haben gesagt, so nehme ich nie ab oder ich habe sogar zugenommen. Aber das brauchen wir, weil wir einfach hingehen und diese Geschmacksnerven, die im Mundraum sind, einfach einmal resetten. Und wir bringen unserem Körper einfach bei, da kommt nichts Süßes. Du kannst davon so viel haben, wie du willst, aber euer Körper wird irgendwann sagen, okay, ich weiß, das kann ich kriegen, es ist meine Energie, ich höre auf. Und dann kommt die Frage 2, warum esse ich so wenig? Dann geht das automatisch über, weil ihr esst so wenig, weil ihr nicht mehr so viel braucht. Weil ihr wirklich nur noch das esst, worauf ihr Hunger habt. Das, was euer Körper wirklich braucht. Und dann kommen wir wieder zu diesem ersten Punkt. Es wird die Tage auf der Couch geben, da werdet ihr vielleicht nicht viel essen. Da werdet ihr vielleicht gar nicht essen, vielleicht einmal am Tag essen. Dann gibt es die Tage, wo ihr wahnsinnig viel trainiert, wo ihr arbeiten geht, wo keine Ahnung was ist. Da werdet ihr vielleicht 2 oder 3-mal essen. Dann ist das okay. Und das Ganze dauert, je nachdem, wie lange wir vorher Schindluder mit unserem Körper gebraucht haben, entweder länger oder es geht schneller. Das heißt, ich kenne Menschen, die wirklich nach einer Woche schon ein vernünftiges Maß haben. Ich kenne aber auch Leute, die brauchen 3, 4, 5 Wochen, um wieder einen gesunden Geschmack erleben zu können. Wie viele Kalorien ihr dann habt, ist total egal. Weil
was ihr nicht vergessen dürft, ist das, was ich am Anfang gesagt habe, wir haben kein Insulin mehr. Umso niedriger wir unser Insulin fahren, umso schwerer ist es für unseren Körper zuzunehmen. Darum, wenn ihr mit Carnivore anfangt, tut euch selber den Gefallen und lasst die Kalorien weg. Dieses Zählen mit Kalorien ist der Augenblick, in dem alles beginnt. Das ist der Augenblick, wo wir anfangen, unser gesundes Gefühl für Essen zu versauen. Wann ist das? Als Baby. Ihr kommt als Baby auf die Welt, wenn ihr Hunger habt, schreit ihr, wenn ihr nichts mehr wollt, macht ihr so. Dann kriegt ihr die Brust, ihr hört auf zu saugen, wenn ihr nicht mehr wollt, alles gut. Und dann kommt der Mensch, dann kommt das Elite-Gläschen, dann kommt das Hip-Gläschen, das muss leer gemacht werden. Oder der Arzt sagt dir, ein Baby mit 5 Monaten braucht 120 Milliliter. Dann wird diese Flasche so lange im Mund gelassen, bis sie leer ist. Und ab da verlieren wir die Kontrolle über unser Essen. Ab da verlernen wir, was Hunger ist. Ab da verlernen wir, wie Essen funktioniert. Carnivore ist das natürlichste an Essen, was es gibt. Und das kann uns auch zurückbringen. Zum Beispiel nehmt Löwen. Ja, man sagt ja die Laiendiät, also die Löwendiät, die Löwenernährung. Ein Löwe frisst, wenn er einen Gnu zum Beispiel fängt, so viel wie er Bock hat, so viel wie er kann. Dann bleibt eine Löwin da und die anderen gehen schlafen. Eine Woche essen gar nicht. Die würden nicht sagen, ich muss noch mal essen oder ich muss mir noch mehr reinquetschen, weil es da ist. Nein, die hören irgendwann auf zu essen, auch wenn sie nicht wie wir jederzeit in den Kühlschrank gehen können. Für wilde Tiere, für Karnivoren, für Tiere, die von Fleisch leben, hat Fleisch einen viel höheren Wert als für uns. Die können nicht einfach in den Supermarkt fahren, sich neues Fleisch holen. Die müssen darum kämpfen. Und für sie ist es, wenn es nichts gibt, das Leben in Gefahr. Trotzdem hören sie auf zu essen, weil der Körper sagt, es reicht. Und das ist jetzt was, was viele Leute nicht gerne hören wollen. Wir sind auch Tiere. Wir leben auch noch in der Wildnis. Wir haben halt in der Wildnis eine Stadt gebaut und wir haben Straßen, die miteinander verbinden. Aber letztendlich sind wir auch Tiere. Es ist nichts anderes. Ja? Wir haben zwar das Gefühl, dass wir uns ethisch und kulturell über die Tiere erhoben haben, aber wir sind genauso Tiere und auch wir haben einen Organismus. Aber wir haben es uns abprogrammiert, richtig zu essen. Und vergesst nicht, die größte Industrie der Welt ist die Lebensmittelindustrie. Weil, egal was wir machen, wir müssen einfach essen. Und damit wird so viel Geld gemacht wie mit nichts anderem auf der Welt. Und wenn du nur Fleisch isst, gehst du aus dem Ganzen raus. Unverarbeitetes Fleisch. Da ist nämlich wieder der Unterschied. Du kannst in der karnivoren Ernährung unverarbeitetes Fleisch essen, so viel wie du willst. Sobald du wieder in die Hände der Industrie gehst, nehme an, du nimmst dir eine Wurst, dann hat die zu 75% Schweinefleisch. 25% ist Schrott. Das ist der Unterschied. Wenn du jemanden weißt, du hast einen Bauern, einen Bekannten, einen Freund oder du machst selber eine Wurst, du weißt, was drin ist, feel free. Aber wenn du in den Supermarkt gehst und du kaufst was mit einem Barcode, mit Inhaltsangabe, wenn du eine Wurst kaufst, ein Fleischprodukt mit mehr als 3, 4, 5 Inhaltsangaben, lass es besser. Frage Nummer 3 ist, brauche ich mehr Energie um den Sport? Nein. Überlegt euch mal, du bist nach ungefähr 3 Wochen, 2, 3, vielleicht 4 Wochen, bist du fettadaptiert. Fettadaptiert bedeutet, du kannst die Energie aus deinem Fett ziehen. Das ist das, was wir wollen. Das ist das, was wir wollen, wenn wir vor allen Dingen abnehmen wollen. Und selbst wenn jemand dünn ist, selbst so jemand wie ich habe nicht viel Körperfett. Glaub mir, ich habe locker noch 100, 150.000 Kalorien an meinem Körper, die ich jederzeit nutzen kann, wenn es nichts mehr zu essen gibt oder wenn ich die Energie brauche. Sobald du fettadaptiert bist, kannst du Marathon laufen, ohne Problem, du brauchst nichts essen. Diese Gele oder dieses Zeug, was Marathonläufer sich reinpfeifen müssen, wenn sie von Glucose abhängig sind, das brauchst du nicht. Egal wie dünn du bist, glaub mir, du hast noch genug Fett am Körper, um wirklich davon zu zehren. Und dasselbe ist natürlich beim Krafttraining. Du brauchst beim Krafttraining nicht mehr Kalorien, weil du hast Körperfett. Und du hast durch die karnivore Ernährung teilweise 3-mal so viel Testosteron wie jemand, der Kohlenhydrate zu sich nimmt. Das heißt, du hast eh viel mehr Energie. Das, wo schwierig ist und wo viele aufhören, ist halt die Transition, also der Übergang von Glucose zur Fett als Energieträger. Da hören viele auf, weil der ist wirklich schwierig. Dann hast du weder die eine Energie noch die andere Energie. Verstehe ich total gut, das ist totaler Mist. Aber sobald du einmal fettadaptiert bist, sobald du auf dein Fett als Energieträger zurückgreifen kannst, glaub mir, du bist Superman. Also du kannst wirklich den ganzen Tag so viel Leistung bringen, du wirst dich wundern. Und wenn du vielleicht bis jetzt schon Keto gemacht hast und vielleicht schon Keto-Vore gemacht hast, dann versuch mal Carnivore. Ganz ehrlich, die meisten Menschen, die Carnivore, diese 3-Monats-Challenge, weil die musst du machen, du brauchst 3 Monate, um wirklich, wirklich zu verstehen, was Carnivore mit dir macht. Die meisten Menschen, die dahin kommen, die wollen nicht mehr zurück. Ich hoffe, das hat eure Fragen soweit beantwortet. Ich hoffe, ihr wisst, wie das mit der Energie in der karnivoren Ernährung aussieht. Wenn ihr mir einen Gefallen tut und noch nicht abonniert habt, würde es mich sehr freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, weil nur 20% aller Menschen, die meinen Kanal gucken, abonnieren ihn auch.
Dann möchte ich noch direkt etwas dazu sagen. Ab dem 1.9. starte ich wieder 4 Wochen lang einen Lehrgang. Jeder kann mitmachen. Ihr könnt euch über diese Webseite anmelden. Sinn der Sache wird es sein, einfach zusammen ketogen bzw. Carnivore zu leben. Ihr könnt mir den ganzen Tag Fragen stellen. Es wird Videos geben. Wir werden viel, viel, viel zusammen machen. Für mich wird das Ziel sein, ich werde wieder in die Carnivore-Ernährung gehen. Ich werde vorher komplett rausgehen. Etwas, was ich äußerst ungern mache. Das heißt, am 15. August fange ich an, Kohlenhydrate zu essen. Werde langsam rausgehen und werde dann mit allen, die da sind, die Lust haben, zusammen in die Carnivore-Ernährung einsteigen. Das heißt, ich werde euch jeden Tag zeigen, was ich mache. Und wenn ihr nicht genau wisst, wie es funktioniert, könnt ihr es so weit kopieren, wie es möglich ist. Das heißt, ihr könnt natürlich nicht meine Werte nehmen, aber ich werde euch zeigen, wie ihr es machen könnt und die Probleme, die dann auftreten, weil ich werde auch wieder Cravings haben, also ich werde auch wieder Kohlenhydrate am Anfang vielleicht vermissen. Ich zeige euch, wie es geht und wir können dieselben Probleme zusammen durchmachen. Das heißt, meldet euch hier an, tretet dem Ganzen bei und lasst uns ab dem 1.9. das Ganze zusammen anfangen, wenn ihr euch noch nicht sicher seid, ob ihr es machen wollt. Ich danke euch für eure Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Esst ein Steak für mich mit und wir sehen uns am nächsten Carnivore Montag. Macht's gut!